Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Love-Adventskalender und zwar die rote Variante. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Der Love-Adventskalender kostet 119 Euro und dieses Jahr gibt es zwei Varianten. Die eine Variante ist hier diese rote Variante, die ich bei Flaconi für 119 Euro bestellt habe. Und es gibt auch noch die blaue Variante. Die gibt es bei Otto. Kann ich dir mal in der Infobox verlinken. Ich glaube, der blaue wird mir besser gefallen, aber ich glaube auch, der rote wird mir gefallen. Wir haben hier dieses schöne Design. Dieses Mal haben wir aber tatsächlich nicht, dass man das so aufklappen kann, sondern es ist halt zu einer Seite nur aufklappbar. Das hier ist der Beauty Moments Adventskalender und der blaue hat da irgendwas anderes draufstehen. Okay, er scheint irgendwie vom Verpackungsdesign her ein bisschen anders zu sein. Eben nicht nur, weil man den nicht auf zwei Türen aufklappen kann, sondern es ist alles auch ein bisschen loser hier drin. Egal, wir gucken mal rein in die Nummer 1. Zwischenebenen wurden ebenfalls wegrationalisiert, genauso wie Sprüche auf den Kläppchen. In der Nummer 1 haben wir einen Lip Volumizer hier drin. Das ist so ein Plumping Serum Gloss. 212 Fuchsios oder Fuchsios ist hier die Farbe. Ach, die sind das. Oh, das ist ein schöner Beereton. Den mag ich gerne leihen. Finde ich optisch echt ansprechend. Hätte ich nur ein bisschen Angst, ob der mir vielleicht gelbe Zähne macht. Aber an und für sich ist es ein schöner Ton. Es geht weiter mit der Nummer 2, die sich anfühlt, als wäre ein Nagellack drin, denn sie ist relativ schwer. Es ist Perfectitude Shine Control Loose Powder in der Travel Size mit 3,5 Gramm. Das ist ein ganz tolles, loses Puder. In der Originalgröße macht die Verpackung tatsächlich auch einen Sinn. Ich finde in der Travel Size nicht wirklich. Ich habe das schon ein oder sogar zweimal aufgebraucht. Schaut so aus. Und das habe ich auch noch bei mir in meinem, ja, in meiner Schminksammlung tatsächlich drin. Du hast hier nämlich oben so ein, upsala, so ein Puffelding, genau. Und den kannst du nicht verwenden. Also da kannst du nicht, das geht nicht. Ich habe mir das einfach unten direkt immer aufgeschraubt und dann mit dem Pinsel rein und verwendet. Ist aber ein ganz tolles Puder, das einen schönen Weichzeichner-Effekt mitgibt. Was wahrscheinlich auch ein Stück weit daran liegt, das hat ja auch so eine leichte rosa Tönung noch mit dabei. Und meine Haut ist ja vom Unterton her eher kühl oder neutral und deswegen kommt das bei mir sehr, sehr gut. Okay, wir haben doch Sprüche drauf, aber halt nicht auf allen Kläppchen. Lese ich aber nicht vor. Das ist dann halt in dem Sinne eine kleine Überraschung für denjenigen, der den Adventskalender selber auspackt. Hier habe ich übrigens die Nummer 3. Smudging Eyeshadow Brush. Die sind relativ neu und richtig cool. Den habe ich auch selber schon da. Mag ich gerne leiden. Also ein ganz, ganz toller Pinsel. Ich finde es toll, dass wir hier auch Pinsel mit drin haben. Liebe ich. Und wow. Echt klasse. So, ist natürlich hier noch in so einem, ne, Pinselüberzieher drin. Und das ist halt ein Smudger-Pinsel, mit dem kannst du präzise Pigment auftragen, ne. Und schön, ist jetzt nicht zum Verblenden, sondern eher zum Packen. Wird, glaube ich, auch in manchen Gefilden als Packing Brush bezeichnet. Die Nummer 4. Oh, wir haben hier ein großes Produkt drin. Oh, was ist das denn? Set and Refresh. Ein Puder, noch ein Puder. Universal Powder Cooling Effect. Translucent 7 Gramm. Okay, das ist so peachy vom Ton her, vom Farbton. Das kenne ich noch gar nicht. Das muss ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Ist auch ein loses Puder und sehr, sehr fein, wenn ich das hier so, oh mein Gott, sehe. Richtig cool und hat auch wohl so ein Netz drin, ne? Das mag ich gerne. Die Nummer 5. Das ist der Tag vor Nikolaus. Nagellack. Fände ich jetzt sinnvoll. Okay, nee, wir haben hier einen Lippi drin. Und zwar in der Farbe 500 Lippe Fair Sinas Nude. Das ist wirklich ein schönes, tragbares Tönchen, muss ich sagen. Und ich finde auch, dass die Lippenstifte von Love total klasse sind. Also die fühlen sich hochwertig an, die sind haltbar, die fühlen sich angenehm auf den Lippen an. Und mag ich gerne leiden. Also auch eine ganz, ganz schöne Farbe. Das mag ich richtig gerne leiden. Hat auch was von so einem Marc Jacobs Lippenstift, den ich besitze und das finde ich schön. Nikolaus darf gerne auch mal was Besonderes sein und es fühlt sich sehr schwer hier an und das finde ich schon mal positiv. Und hier haben wir, oh geil, Love Perfectitude 3-in-1 Matte and Fix Spray Make-up Base Mattifying Long Lasting 50 ml. Das dürfte so ein Glassprayer sein, den habe ich letztens erst leer gemacht.
Nee, das ist die Matt-Variante. Okay, deswegen, weil ich wollte nämlich gerade sagen, mattiert hat er bei mir nicht. Der hat nämlich hier so eine Milchglas-Variante. Gut, also es gibt viele, die halt so öligere Haut haben oder die eine Mischhaut haben oder so und die das halt gerne haben möchten, dass das Ganze mal abmattiert wird. Ich bin ja eher für den Glow, ne? Und ja, aber Hammer, in der 6, definitiv gut aufgehoben. Die Nummer 7 erzählt uns irgendwas von Self-Care. Haben wir auch Pflege mit drin. Interessante Verpackung schon mal, ne? Also das ist eine interessante. Make-up Sponge Case. Ach, guck mal, das ist so eine Hülle, wo du als Travel Case, wo du als Travel Case verwenden kannst. Au. Das ist ein Case, also quasi so ein Gummivieh, wo du deine Schwämmchen während der Reise halt reinmachen kannst, damit sie nicht das ganze Make-up-Kit versauen oder so, ne? Das ist halt richtig cool. Und eine schöne Verpackung, auch das ist relativ neu. Und deswegen mag ich es, wenn solche Produkte halt mit drin sind. Ja, genau, das finde ich cool. Also ich habe tatsächlich genau so eins von der anderen Marke schon da. Deswegen wird das hier jetzt, das nicht bei mir bleiben. Exakt das wird nicht bei mir bleiben. Sehr cool. Ja, dann machst du dein Schwämmchen rein. Es kann hier noch lüften durch die Lüftungsschlitze. Und dann hast du es gut verstaut, ne? Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Oh, ja. Ist das die Stinke-Mascara? Ich hatte sie auch schon mal da und die hat ziemlich gestunken. Love Rose Sculpting Volume Mascara mit luxuriösem Rosenblumenextrakt. 7 ml sind hier drin enthalten. Ja, das ist eine sehr hochwertige Geschichte tatsächlich. Also auch wenn man die sich anguckt, ist das alles sehr edel. Also es fühlt sich auch sehr schwer an, sehr metallisch und so, ne? Aber ja, stinkt halt. Also die ist extrem schwer und wunderschön. Aber wie gesagt, den Duft, den kann ich nicht haben, obwohl ich echt gerne Rose mag, ne? Voll schade. Über was dürfen wir uns in der Nummer 9 freuen? Über einen Lippenstift. Und zwar ist das ein goldener. Also nicht die Farbe. Nummer 600, Lip Affair Metallic Cosmic Aura. Ja, also metallische Lippenstifte, die von Love, da hatte ich auch schon welche von, die machen bei mir halt echt gelbe Zähne, ne? Das funktioniert bei mir leider nicht. Ist eine schöne Farbe an und für sich, aber leider nicht für mich geeignet. Die Nummer 10 eröffnet den zweistelligen Zahlenbereich. Hier haben wir einen Lip Affair Sheer Lipstick, finde ich cool, 3,7 Gramm und das ist die Farbe 100 Sheer Coral. Okay, also ich hatte ein bisschen Befürchtungen, dass die Inhaltsgeschichten recht ähnlich zu den letzten Jahren sein könnten, weil so super viel ja auch nicht neu ins Sortiment eingezogen ist. Aber wir haben hier schon unterschiedliche Produkte drin, ne? Und auch die Farbe gefällt mir tatsächlich recht gut. So ein Korall, ne? Ist auf jeden Fall mal was Besonderes. Ich glaube schon, dass der bei mir bleiben wird. Die Nummer 11 ist riesengroß. Oh geil, ja. Den habe ich letztens von Maxim auch geschenkt bekommen. Das ist der Cheek Brush. Der ist auch total super. So fluffig. Habe ich den hier gerade irgendwo? Ne, der ist, glaube ich, in der Wäsche gerade, oder? Nee, warte. Hier ist er. Kann ich euch nämlich meinen zeigen und kann da auch dran rumfusseln. Und der ist total super. Der, oh. Schön. Ist ein Synthetika-Pinsel natürlich, ne? Aber da kannst du schön dein Blush mit auftragen, dein Bronzer. Du kannst auch mit Pudern und Highlightern, ne? Weil das halt genau die passende Größe dafür ist, um ihn als Allrounder zu verwenden. Schauen wir mal in die Halbzeit rein. Die Nummer 12. Also bislang, ich klopfe auf Holz, haben wir hier keinen Nagellack drin. Das ist eigentlich positiv, ne? Weil viele beschweren sich ja darüber, dass man so viele Nagellacke in Adventskalendern findet, wenn das diese One-Brand-Adventskalender sind. Hier haben wir wieder einen Lip Volumizer Plumping Serum Gloss und das ist die Farbe 213 Nude Pillow. Ein nudefarbenes Kissen? Okay. Interessante Farbbezeichnung. Das ist, ja, wie aus der 1, ne? Aber halt in. Au. Ich glaube, den habe ich aber auch schon. Der kommt mir gerade so bekannt vor. Eine richtig schöne Farbe. Die Nummer 13. Das ist ein 2-in-1 Foundation und Concealer Sponge. Ach, wie schön. Cool. Auch das ist, ne, eine relativ. Nö. Ich sage relativ häufig nö. Eine recht neue Verpackung. Oh, wie cool. Den finde ich ja interessant. Ey, das ist ja witzig. Hier unten, das was für die Foundation ist, ist nämlich weicher als der obere Teil. Der besteht nämlich aus einem härteren Schwamm. Das ist witzig. Den muss ich ausprobieren, Leute. Das machen wir zusammen. Das nächste Mal, wenn Full Face Beauty Boxen oder sowas ansteht, ne? Dann
mache ich ja heimlich immer irgendwelche Produkte aus meiner muss ich unbedingt ausprobieren Kiste rein. Der kommt mit rein, auf jeden Fall. Weiter geht es mit der sehr, sehr schweren Nummer 14. Oh ja, das ist ein Produkt, ja, Luxury Oil, Caring Oil for Face, Body and Hair, 30 ml. Hat ein bisschen was von diesem Huile Prodigieuse von NYX, ne? Hier ist auch irgendwie Goldstaub oder sowas mit drin, halt Schimmerpigmente. Ich persönlich würde es nicht empfehlen als Primer. Manchmal ist es so, dass wenn du eine super matte Foundation hast und sie trotzdem aus welchen Gründen auch immer verwenden möchtest, dass es hilft, wenn man da ein bisschen Öl reinmischt. Musst aber aufpassen, ne? Dass es nicht zu viel wird. Und ja, also das ist jetzt nicht unbedingt ein Produkt für mich. Hatte ich schon mal da, habe ich schon mal weitergegeben. Das wird auf diesem Produkt so ergehen. Die Nummer 15 möchte uns ein bisschen Self-Love geben, glaube ich. Ja. Oh. Hier haben wir eine Lidschattenpalette drin. Self-Confident Eyeshadow Palette. Dare to try something new. Trau dich mal etwas Neues zu machen. Weiß ich nicht. Die kommt mir sehr, sehr bekannt vor. Das ist halt so eine typische Oberfläche, ne? Da siehst du jeden Fingerabdruck drauf. Nee, die hatte ich noch gar nicht da. Weil die, die ich da hatte, waren halt sehr nudig, ne? Und die waren dann für mich zu langweilig. Die Konsistenz der Lidschatten ist ein Traum. Und ja, die werde ich ausprobieren. Krass. Einfach mal in der, was ist das hier, 15, eine Lidschattenpalette. Ja, nehme ich. Die Nummer 16 halte ich jetzt hier in meiner Hand. Und dann gucken wir mal rein, was drin ist. Ein Tübchen. Perfectitude Mattifying Primer Pore and Line Minimizer Oil Free 20 ml. Okay, bei diesem Adventskalender scheint es sich dann also eher um die Variante zu handeln, die man nimmt, wenn man eher auf matt steht, wegen dem Setting Spray und dem Primer jetzt. Ne? Ist jetzt nicht ganz so meine Welt, leider. Die 17. Hier haben wir mal wieder einen Lippenstift drin. Und zwar Lippe Fair Marianas Chestnut 502. Das ist so ein richtig schöner, nussiger Braunton. Sehr, sehr hübsch. Also das sieht aus, als hätte man dann ganz viel Schokolade gegessen. Schön. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche und der Nummer 18. Hier haben wir, oh, noch ein Pinsel drin. Quatsch, das, was ich euch eben gezeigt habe, das war gar nicht der Cheek Brush. Ich habe euch den Face Brush gezeigt. Den hier, der hier nämlich drin ist. Den Cheek Brush, ach komm, den gucken wir uns jetzt mal an. Ich habe echt versaut hier. Denn Cheek ist natürlich abgeschrägt. Ist klar, ne? Mhm, Claudinchen, Claudinchen. Meint einen vom Pferd erzählen zu können und hat es dann doch irgendwie nicht drauf. Unglaublich. Das ist ja fast schon peinlich hier. So, aber in der 18, in der Weihnachtswochen-Eröffnungsgeschichte, haben wir auf jeden Fall den Facebrush drin. Den ich euch eben auch gezeigt habe. Da habe ich mir nur eben den falschen rausgezogen. Den Cheekbrush habe ich nämlich noch gar nicht. Jetzt habe ich ihn. Mensch. Die Nummer 19 sagt uns, dass auf sich selber zu achten nicht selfish ist, also nicht arrogant ist. Und hier haben wir einen Bronzer drin. Und zwar den Love Sun Blurring Bronzer mit Lichtschutzfaktor 15. Ist nicht so, in der Farbe 010 Sensual Caramel. Und den dürfte ich auch schon da haben. Ich gucke mal eben kurz in meiner Make-up-Sammlung, dass ich euch den auch mal swatchen kann. Nee, tatsächlich habe ich die 020 Seductive Bronze. Ich kann euch das aber mal von innen zeigen. Schaut so aus. Das ist nämlich, witzigerweise ist die 020 die hellere Variante und die Sensual Caramel ist die dunklere Variante, die ich mal hatte, mir aber zu dunkel war und deswegen habe ich mir den helleren gekauft. Es ist ziemlich ulkig, ne? Also die 10 ist dunkler als die 20. Ja, die Nummer 20. Apropos 20. Hier haben wir wieder einen von diesen Lip Volumizern Viechern drin und das hier ist jetzt die Farbe 211. Pearlized Boost. Oh, Pearlized, also quasi mit Pearly. Oh ja, der hat so richtig Schimmer mit drin. Das ist so ein, eigentlich wird es dann wahrscheinlich so durchsichtig sein und hat dann so Glitzer mit drin. Ist ganz süß, ne? Schön für Silvester. Oder eben für die Weihnachtstage, weil da ist man ja auch ein bisschen festlicher unterwegs, ne? Die Nummer 21. What have we now? Ein Riesen-Oschifi Foundation Buffer Brush. Richtig geil. Also die haben mir das komplette Pinselsortiment von denen reingepackt. Das finde ich super. Ja, der darf dann auch bei mir bleiben. Dann habe ich nämlich ein komplettes Love-Pinselsortiment. Der sieht auch gut aus, ne? Ist nicht zu groß vorne, aber auch nicht zu klein. Ich finde, dass der auch eine gute Weichigkeit hat. Also fühlt sich sehr, sehr angenehm an.
Den mag ich. Der ist schön. Die Nummer 22. Ich hab's schon vermisst. The Galaxy Eyeshadow and Liner 550 Platinum Radiance. Das ist so ein Produkt, das ist ziemlich ulkig. Wir haben ja das Trashy Trashosaurus Riesen Oshifi Wanderpaket mit unseren Mädels. Und da sind auch zwei Stück von drin. Ich weiß nicht, ob die gleiche Farbe hiervon ist. Ne? Ist nicht so beliebt, wenn ich das mal so sagen darf. Ist halt wie ein Monolidschatten. Also ich mache ja auch einen Monolidschatten-Adventskalender, da wird es auch mit reinkommen. Sei denn, ich habe ihn schon irgendwo, ich muss mal gucken. Ne? Sieht so aus. Ja, kann man machen. Ist aber echt nicht meine Welt. Was geht denn wohl am Tag vor Heiligabend, am 23. Dezember? Das ist super schwer, ne? Die Foundation kann ich mir ja schlecht vorstellen. Oh, Perfectitude Hyaluronic Serum Primer Radiant Glow. Jetzt hauen sie Glow raus. 30 Milliliter. Schön. Richtig schön. Ist es dieser, der so Blubbles drin hat? Muss ich mal gucken. Deine Farbe. 010 Radiant Rose ist die Farbbezeichnung. Ja. Oh, das ist eins der ersten Produkte, als ich angefangen habe, mir meine Make-up-Sammlung aufzubauen, ne? War das eins der ersten Produkte, die ich so hatte. Und ich habe den leer gemacht. Ich fand den klasse. Ja, mal gucken, ob ich das jetzt nochmal schaffe, ne? Also die 24 ist ja mal multidimensional riesengroß. Ist sehr leicht. Okay. Okay, was ist das? Tasche? Oh je. Ich meine, ja, hübsch. Aber in der 24? Da weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Ist halt einfach eine Tasche. Wo man so Sachen reinmachen kann, ne? Ja, schön. Eine Tasche. Vor allem, man freut sich ja den ganzen Dezember über, dass man dieses große Vieh öffnet, ne? Wunder, was da drin ist. Eine riesen Lidschattenpalette. Die haben ja auch so große Lidschattenpaletten. Dann kommt da so eine Tasche raus. Kommen wir zum Fazit von dem Adventskalender. Also, er ist, ich glaube, 10 oder sogar 20 Euro teurer als letztes Jahr, wenn ich mich richtig erinnere. Ich meine nämlich, letztes Jahr hat er irgendwie knapp unter 100 Euro gekostet. Ist aber von außen jetzt qualitativ nicht besser geworden. Wir haben zwar hier in dem hier keinen Nagellack drin, dafür ziemlich viele Pinsel, was ich geil finde. Ziemlich viele Lippenprodukte, was okay ist. Also das ist noch, ne, finde ich, verhältnismäßig vollkommen in Ordnung. Sehr viele Base-Produkte, was ich feiere. Die 24 waren richtiger Enttäuscher. Ist ein schöner Mix aus Tools und Kosmetik. Ne? Das definitiv. Aber haut der mich jetzt um? Für 120 Euro, die er nun mal kostet? Nein, tut er nicht. Also da hätte ich mir für 120 Euro lieber die Produkte gekauft, die ich jetzt richtig feiere aus dem Adventskalender, als dass ich mir den ganzen so hole und jetzt so mit einem langen Gesicht hier sitze, ne? Und mir denke, yay, Weihnachten, ich kriege eine Tasche. Schwierig, ne? Ansonsten haben wir hier interessante Produkte drin. Wir haben ja auch coole neue Sachen drin. Das kann man auch so sagen, ne? Also wir haben ja nicht irgendwie irgendwas ausgelutschtes, irgendwas, was schon seit 100 Jahren aus dem Sortiment rausgenommen worden ist. Aber trotzdem haut es mir echt nicht so von den Socken. Schreibt mir gerne eure Meinung mal in die Kommentare. Das wäre ganz cool, wenn man sich da mal austauschen könnte. Aber ja, wie gesagt, ich hatte mir mehr erhofft. Ich hoffe, dass der blaue ein bisschen cooler ist. Also weiß ich nicht. Irgendwie. Mal gucken. Ne? Ihr Lieben, wenn euch mein Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!